Jetzt als kleine Erklärung. Ich lag gerade noch im Bett und ich hätte mich erst um 13 Uhr mit Leuten getroffen. Auf einmal schreibt Kiri so, Annika, ich brauche mein Glätteisen. Und sie redet jetzt mit Mirella und meinte sie auch so, hey, hast du irgendwelche Tipps? Weil sie ist halt social awkward. Wen kann man da Besseres fragen als mich? Ich bin bestimmt nicht social awkward. Und jetzt gehe ich mit und bringe ihr noch schnell ihr Glätteisen. Und ich muss mich beeilen, weil ich habe gesagt 10 Minuten und ich habe nur noch eine. Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 37. Die kleine Story dahinter war nämlich, dass ich am Freitag mein Glätteisen bei Mirella liegen lassen habe. Dann hatte ich Samstag keins. Dann habe ich aber am Sonntag in der Früh mit O's ausgemacht, Bilder zu machen. Und wenn ich meine Haare nicht glätte, sehen meine Haare echt scheiße aus. Und dann habe ich die Glätteisen von Kiri ausgeliehen. Habe dann gestern meins von Mirella geholt. Und jetzt hat Kiri es gebraucht. Oh Mann, wieso zoome ich denn immer rein, wenn ich filme? Hä? Ich halte es immer hier. Oh no. Willst du ein Wasser? Danke. Ich bin eine gute Gastgeberin. Selbst gebacken. Oh, Kiri! Die zwei drehen jetzt nämlich ein voll fancy Video. Und ich darf zugucken. Hey, gar nicht schlimm. Hallo. Hi. Servus. Hi. Hi. Hi, Marcel. Frischkäse. Flavors. Wir drehen jetzt hier ein Video. Hey, ganz ehrlich, ich hab dich vorgewarnt. Ich hab dir gesagt, wenn du hier hinkommst, wird's sehr schmerzhaft. Was mache ich hier nur? Hättest du dich vorher fragen sollen. Gibt's Gage? Ich verlinke euch auf jeden Fall das Video unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Annika sehen wollt, wie sie ein bisschen weint. Ich weine nicht, ich bin viel zu hart dafür. Wart mal ab, was da noch für Begriffe hier draufstehen. Es gibt einmal Zunge. Wir stimmen uns schon mal ein, oder? Was sagt ihr? Ist mein Outfit nice? Ich denke, wenn die Leute das so tragen. Tschüss! Toll, nein! Hier machen wir eigentlich immer hübsche Selfies. Weil dieser Spiegel macht einen schöner, als man eigentlich ist. Wow! Da hat man Bein. Ich habe ein Foto davon. Wir haben gerade auch bei Doni zu Hause irgendwie so fünf Videos gefühlt gedreht. Jetzt sind wir auf dem Weg. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir gehen nämlich noch heute auf ein Love-Konzert. Und dann habe ich heute so ganz spontan gefragt, so, ja, ich gehe heute noch auf ein Konzert von Love. Und Toni so, oh, echt? Ich war voll begeistert direkt, weil ich liebe die Musik. Voll Fan davon. Ich so, ja, willst du mitkommen? Und er so... Sie hat einfach so gefragt, ob ich mitkommen kann. Ich dachte mir so direkt so, hä, war es einfach so? Ja klar, why not? Ja, ich wollte eigentlich Weya mitnehmen, aber Weya kannte Love nicht. Und dann meinte sie so, ja, wenn du jemand anders mitnehmen willst, ist es voll okay, ne? Kannst du die Person mitnehmen? Und ich so, ja gut, dann Toni, komm mit, ne? Ja, voll geil. Jetzt gehen wir auf ein Love-Konzert, mal schauen, wie es wird. Ich versuche mitzufilmen. Wir versuchen beide Stimmt, mitzufilmen. Voll verboten. Voll verboten, es wird voll risky. Wir werden da rausgeschmissen. Ich schwöre. Die Frau gerade noch bei der Garderobe so, Kameras bitte bei der Garderobe abgeben oder im Auto lassen. Ich so, ja, ja, okay, mach ich. Der guckt schon die ganze Zeit. Hi. I don't need to say I'm sorry. Keep my head afloat, head afloat. Ich bin eigentlich nur wegen Jeremy Saka hier. I'm staring at the clouds. You know I hate this weather.
Es geht. Wir sind jetzt draußen. Grüße an alle, die mich erkannt haben. Ihr seid alle voll süß gewesen und so. Das muss ich jetzt kurz sagen. Okay, jetzt kannst du deinen Vater. Echt süß. Die waren echt cute, alle. Also, ich muss sagen, Start war sehr holprig. Man muss erstmal alles richtig angepasst werden. Deswegen ist eigentlich normal, dass der erste Song immer ein bisschen schwierig ist. Aber dann war richtig stark. Ich war zu Anfang echt, habe ich Angst gehabt. Ich dachte so, oh nein. Oh no. Viel, viel heftig schwierigere Songs, so vom Gesang allein. Ja. Und es war wirklich sehr anspruchsvoll und ich war sehr begeistert noch am Ende. Sehr inspirierend. Also ich bin voll in love. Ja, das heißt jetzt erstmal. Das bedeutet jetzt erstmal die nächsten Tage mit heftigen Ohrwürmern von Love. Ja, Mann. Ich weiß, ich hatte nach Konzerten immer so voll das Bedürfnis, die Lieder irgendwie so rauf und runter zu hören. Weil ich kannte halt Tatsache mehr Lieder von Jeremy Sucker als von Love. Ja, na egal. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt noch irgendwie irgendwo hin. Ich weiß nicht, wo gehen wir hin. Und zeige euch jetzt noch ein paar Bilder, was heute Abend noch so geht. Und dann, ja. Leute, wenn ihr kein Abo da lasst, richtig, mega, und schaut mega auf jeden schade. Fall bei Toni vorbei. Nee, schaut mal bei ihr mal vorbei. Achso, ist ja dein Video. Okay, tschüss. Genau. Ciao. Ciao.